ihr seid die Besten. Ja genau, ihr da vom Monitor. Denn ihr habt die letzte Folge von IndieWatch fleißig geguckt. Ihr habt mir Kommentare geschrieben, ihr habt Mails geschrieben. Und die oberen Herren haben entschieden, dass wir jetzt noch eine Folge machen. Und vielen Dank dafür. Wie immer freue ich mich auch über weitere Kritik, Anregungen, auch Spiele, Vorschläge, die ich mal vorstellen sollte. Einfach per Mail auf pcgames.de, YouTube, Facebook oder Twitter. Immer her damit. Viele Zuschauer haben mich ja mal gebeten darum, auch mal ältere Indie-Spiele vorzustellen, die ich persönlich sehr gerne mag, wie letztes Mal Hotline Miami. Das finde ich eine gute Idee, aber ich will das nicht immer nur in die Vergangenheit gucken, ich will dann auch die Zukunft mit reinbringen. Deswegen werde ich immer ein Spiel vorstellen und dann das nächste Spiel von den gleichen Entwicklern auch dabei vorstellen. Ja, und den Anfang macht Bastion. Bastion kam 2011 schon auf dem PC raus. Es ist aber auch heute noch immer ein tolles Spiel. Es ist ein 2D-Action-Spiel mit so ein bisschen Hack-and-Slay-Einflüssen. Und darin spielt man einen kleinen Jungen namens Kid, der in einer wirklich märchenhaften 2D-Welt kämpft und herausfinden muss, was da überhaupt passiert ist. Denn diese Welt ist in viele kleine Teile zersplittert. Die Inseln schweben irgendwie der Leere rum. Und was wunderbar ist, wenn man dann da mit Kid durch die Welt läuft, kommt der Boden einem entgegen und die Welt baut sich vor allem so auf. Das ist ein ganz neues Spielgefühl, ganz toll gemacht. Im Allgemeinen fühlt sich das Spiel wie ein interaktives Märchenbuch an. Man hat diese fantastische Grafik, die wirklich 2D gezeichnet ist und hat dazu einen tollen Soundtrack, der oft sehr melancholisch ist. Es ist auch so eine bedrückte Stimmung. Das wird noch dadurch unterstrichen, dass man einen Kommentator hat, der jede Aktion von Kid kommentiert. Ground forms up under his feet as it point in the way. He don't stop to wonder why. Oftmals lustig, oft aber auch traurig und dabei gibt er so ein paar Infos über die Welt, was passiert ist und dadurch wird die Story so näher gebracht. Wirklich toller Kniff, leider nur auf Englisch der Kommentar. Inzwischen gibt es aber auch deutsche Untertitel, also man kann das locker verstehen. Und neben der Stimmung hat das Spiel natürlich auch mehr zu bieten. Wie gesagt, Kid kämpft sehr oft. Die Kämpfe sind aber wirklich nicht der Hauptmotivator im Spiel. Die sind nett, die sind ein bisschen chaotisch. Man kloppt eben irgendwelche seltsamen Viecher kaputt. Und dafür gibt es dann Erfahrung. Und damit kann man dann in der Heimatbasis von Kid quasi Gebäude bauen. Das ist die Bastion, die titelgebende Bastion. Das muss man sich vorstellen wie eine Festung. Und da baut man dann eben verschiedene Läden auf. Und in denen kann man dann seine Waffen upgraden oder Tränke brauen, neue Fähigkeiten freischalten. Und man kann sogar den Schwierigkeitsgrad anpassen, indem man Götterstatuen aktiviert. Und dadurch kann man so selbst bestimmen, ob die Gegner ein bisschen stärker sind und dann dadurch mehr Erfahrungspunkte geben und so weiter und so fort. Wirklich eine nette Idee. Also was Bastion so ausmacht und was mir auch damals so gefallen hat, ist auf jeden Fall die unvergleichliche Atmosphäre. Mit 5 Stunden ist nicht ganz so lang, aber inzwischen gibt es ja auch für ein Apfel und ein Ei. Da gibt es eigentlich keinen Grund, nicht zuzuschlagen. Von den Entwicklern, die Bastion gemacht haben, kommt Anfang des nächsten Jahres Transistor. Und Transistor ist wieder ein sehr interessantes Projekt, hat eine ähnliche Grafik wie der 2D und hat auch ein ähnliches Spielprinzip, was aber wirklich total irre ist, ist einfach das Szenario und was für irre Ideen die Entwickler da reingebaut haben. Man spielt eine Sängerin, die in einer futuristischen Stadt, die anscheinend auch in einem Computer spielt, also ist alles virtuell, da hat sie ihre Stimme verloren und sie muss sie jetzt wieder zurückbekommen, indem sie irgendwelche Schadsoftware umhaut, die eben als Gegner auftauchen, weil es ja eine virtuelle Welt ist. Und dabei setzt sie ihr Schwert ein und das hat in Transistor eine eigene Stimme und kann mit dem Charakter sprechen und erzählt auch wie in Bastion der Kommentator, was denn eigentlich so abläuft. Also wieder eine sehr coole Idee, um die Geschichte einem näher zu bringen. Finde ich echt klasse. Das Schwert, wie gesagt, wird auch im Kampf eingesetzt. Dabei gehen die Entwickler ein bisschen anderen Weg als in Bastion, denn hier hat man immer die Möglichkeit, die Pausefunktion einzuschalten und Befehle zu geben und dann führt Red diese Angriffe nacheinander aus. Das sieht sehr interessant aus, sieht total abgefahren aus vom Szenario und ich freue mich drauf. Vergangenheit und Zukunft haben wir in der Folge jetzt abgehandelt. Jetzt ist mal Zeit, an die Gegenwart zu gehen. Und da ist gerade auf Steam ein ganz besonderes Indie-Spiel erschienen, nämlich ein Ego-Shooter. Ego-Shooter und Indie-Spiele, das geht normalerweise nicht so wirklich zusammen, denn Shooter überzeugen ja vor allem durch tolle Grafik, unglaubliche Skriptsequenzen und was nicht alles. Da haben die Indie-Entwickler meist eigentlich einfach nicht das Geld dazu, um da mit den Großen zu konkurrieren. Bei Interstellar Marines ist es ein bisschen anders.
Denn das sieht tatsächlich sehr gut aus. Liegt auch daran, dass die Entwickler jetzt schon seit 8 Jahren daran arbeiten. Schon seit 2005. Und bisher ist eigentlich nur die Engine fertig. Das ist wieder eine Early Access Version. Man kauft also quasi das noch nicht fertige Spiel. Es wird per Updates dann aktualisiert. Zurzeit ist es einfach nur der Mehrspielermodus und dabei nur Team Deathmatch mit 8 Spielern auf einer Handvoll Karten. Ja, mit einer Waffe ballert man da halt rum, ohne Sinn und Zweck, ist überhaupt nichts da rumgebaut, also es gibt noch nicht mal eine Springfunktion, nur eine Waffe, wie gesagt, kein Levelsystem, alles überhaupt nicht. Und ja, das ist wirklich kein Spiel, es ist mehr so eine Tech-Demo, die man selbst spielen kann ein bisschen. Und neben den Multiplayer-Gefechten gibt es halt noch die Möglichkeit, den Helm der eigenen Rüstung aufzumachen, die Taschenlampe zu aktivieren und einen Laserpointer einzuschalten. Wow, tolle Funktion, da freut man sich ja richtig, ja, super. Die Entwickler haben große Pläne für das Spiel. Wie gesagt, sie arbeiten ja schon seit 8 Jahren dran. Sie wollen noch einen Solo-Modus einbauen, einen Koop-Modus. Sie versprechen da eine Mischung aus Half-Life und System Shock. Ziemlich großspurig mit Rollenspielelementen und allen möglichen, auch so ein bisschen an diese Taktik-Shooter wie Rainbow Six erinnern. Hochfliegende Pläne, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas noch bei rauskommt. Das sind 2 Mann, die daran arbeiten seit 8 Jahren und jetzt ist halt diese Multiplayer-Tech-Demo dabei rausgekommen. Es kostet 14 Euro. Ich würde keinem empfehlen, das Geld auszugeben, außer er hat es wirklich zu verschenken. Ja, Rogue Legacy. Das ist auch eine viel bessere Geldanlage als Interstellar Marines. Kostet ähnlich viel, aber ist endlich mal wieder ein fertiges Spiel. Da ist jetzt kein Alpha-Beta-Schmodder, wie es ja viele Spiele vorher gehabt haben. Rogue Legacy ist auch ein Spiel, das euch potenziell mehrere Dutzend Stunden beschäftigen kann, denn es ist verdammt schwer. Der Kollege Felix Schütz testet es gerade und der sitzt neben mir, deshalb komme ich das immer sehr gut mit, wie er da auf die Tischplatte haut und sich einfach ärgert, denn im Spiel stirbt man häufig. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt denkt, das ist ja blödes Spieldesign oder so, das gehört dazu. Das benutzt den Permadeath, also jeder Charakter, der einmal gestorben ist, ist für immer weg. Aber man kann dann seinen Ahnen weiterspielen. Das heißt, man sucht sich aus ein paar Nachkommen, welchen man denn jetzt gerne haben würde. Und die unterscheiden sich auch alle ein bisschen. Jeder hat eine eigene Eigenschaft. Einer ist so ein Winzling, der andere ist riesengroß, der andere furzdauernd. Der andere ist farbenblind, deswegen muss man das Spiel dann im Schwarz-Weiß-Modus spielen. Also es ist alles ziemlich eine lustige Idee und das sorgt auch für viel Abwechslung, eben weil man wirklich rasend schnell durch diese Helden geht. Im Spiel geht es darum, einfach Gold zu sammeln. Dazu ist man in zufällig generierten Festungen unterwegs und da wimmelt es dann eben vor Gegnern, vor Fallen, vor irgendwelchen Speergruben, wo man reinfallen kann, muss also sehr, sehr vorsichtig sein. Das Gold behält man dann auch, wenn der eigene Charakter abnippelt. Und das braucht man eben dazu, um die Festungen aufzurüsten, die man nebenbei noch hochzieht. Das ist eine Art Metagame. Da kann man dann so sich ein bisschen neue Fähigkeiten kaufen. Man kann die eigenen verstärken, die Zauber. Man kann auch neue Gegenstände herstellen. Und das motiviert dann schon ein bisschen, wenn man mal wieder gestorben ist und einfach vor Frust in die Tischplatte beißen möchte, hat man immerhin noch das. Insgesamt ist Rogue Legacy wirklich was für Hardcore-Gamer, die unbedingt mal wieder ein Spiel haben wollen, das sie so richtig fordert. Wer da geringe Frusttoleranz hat, sollte vielleicht eher Abstand davon nehmen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Alle anderen können für 14 Euro eigentlich nicht so viel falsch machen. Ja, das war's auch schon wieder mit IndieWatch. In der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen, wie Squalls von Mojang so aussieht. Und sonst könnt ihr wie immer Vorschläge geben, was wir für Spiele noch zeigen sollen. Kommentare und so weiter, alles steht alles unten drunter, wo das hinkommt. Und ich freue mich drauf. Bis bald!